Zu jeder Zeit eine passende und richtige Tauchpumpe im Kundendienstwagen zu haben, ist sicherlich der Wunsch vieler deutscher Kundendiensthandwerker. Ich möchte heute die Tauchpumpe Unilift CC aus dem Hause Grundfos etwas näher vorstellen. Egal ob Neubau oder Austauschgeschäft, die Unilift CC-Pumpe ist die ideale Tauchpumpe, denn es ist die einzige Pumpe im Markt mit dem doppelten Druckabgang. Egal ob Neubau oder Austauschgeschäft, ob horizontaler oder vertikaler Druckabgang, ob Kellerentwässerungspumpe oder Havariepumpe, mit der Unilift CC-Pumpe habt ihr stets die passende Tauchpumpe im Kundendienstwagen. Im Neubau kann ich mir aussuchen, welchen Druckabgang ich nehme, nach oben oder zur Seite hin. Und im Austauschgeschäft ist das auch die ideale Tauchpumpe, denn ich habe so die Möglichkeit, die Pumpe des Marktbegleiters 1:1 auszutauschen, ohne die Rohrleitung zu verändern. Die signifikanten Vorteile der Unilift CC-Familie möchte ich hier bei der Gelegenheit auch gerne zeigen, und zwar zum einen das integrierte Entlüftungsventil, was sich hier oberhalb am Griff befindet für die permanente Selbstentlüftung. Die Funktionsweise und wie sie arbeitet, werde ich gleich in einem Video hier im Wannenmodell etwas näher vorstellen, live und im Betrieb. Ich habe mit der Unilift CC5-Pumpe die ideale Kellerentwässerungs- und gleichzeitig auch eine Havariepumpe in einem, denn wenn ich den Siebkorb hier oben abziehe und diese Pumpe auf Dauerbetrieb einklemme, habe ich die Möglichkeit, meinen havarierten Keller, meinen Pumpensumpf, mein Swimmingpool oder mein Flachdach offiziell auf unter 3 mm zu entsorgen. Auf offiziell unter 3 mm. Sie werden gleich sehen, dass ich mit der Pumpe eine wischmopp-trockene Flachabsaugung erreichen kann. Hierzu habe ich mein Wannenmodell. Sie stimmen mir zu, dass sich Luft in der Pumpe gerade befindet. Ich schließe diese Pumpe gerade mal eben an. Hierzu stelle ich meine Pumpe auf Dauerbetrieb ein, indem ich meinen flexiblen Schwimmerschalter hier oben auf Dauerbetrieb einklemme. Das Wasser-Luft-Gemisch, was sich jetzt in der Pumpe in der Motormantelkühlung befindet, was die Pumpe nicht mehr abfördern kann, wurde permanent durch das Entlüftungsventil hier entlüftet. Das gewährleistet mir, dass bereits ab einem Wasserstand von 5 mm diese Pumpe wieder bereit ist zu fördern, entlüftet permanent sich selbst. Im Lieferumfang serienmäßig enthalten ist mein dreistufiger Druckabgangsadapter 1,25 Zoll, 1 Zoll, 3,25 Zoll. Meine Kappe für den Anschluss, was ich nicht benötige, um die zuzukappen, entweder seitlich oder oben. Meine zugelassene Rückschlagklappe mit Edelstahlinhalt und mein 90-Grad-Bogen. Die Unilift CC-Familie gibt es in drei verschiedenen Leistungstypen und drei verschiedenen Ausführungen. Und zwar mit einfachem baumwedelndem Schwimmerschalter, wie wir das gerade hier gesehen haben. Ohne Schwimmerschalter für Dauerbetrieb, ohne Schaltautomatik quasi und mit einer Schwimmerschalterführung für beengte Verhältnisse. Ja, ich hoffe, dass ich die Tauchpumpe Unilift CC5 etwas näher beigebracht habe und freue mich auf weitere Videos mit euch. Dankeschön, auf Wiedersehen.